Mobile Erfolgsgeschichten auf dem Land. Die Tierärztin erspart den Patienten lange Wege. Hey, Atze, na? Du siehst lustig aus. Joa, Filmriss, ne? Die Käserin schafft Zukunftsvisionen für die Milchbauern. Das sind 2,5 Tonnen Käse, die durch meine Hände gehen. Mobile Versorgung ist auf dem Land unerlässlich. Der Bäcker sorgt seit 130 Jahren für die Dörfer, stärkt Heimatgefühl und Verbundenheit. Also wenn ich beim anderen Bäcker einkaufe, so stelle ich mir Fremdgehen vor. Elsdorf zwischen Hamburg und Bremen. Steffi Heidrich auf dem Weg zur Arbeit. Die mobile Käserin hat jeden Tag einen neuen Arbeitsplatz. Ich habe Molkereifachfrau gelernt. 2003 habe ich damit bei einer großen industriellen Herstellung angefangen. Und ich hatte das große Glück, in Oldenburg in Edewecht zu der Zeit Europas größte automatische Käserei in Betrieb nehmen zu dürfen. Da habe ich 1,2 Millionen Liter in 24 Stunden in 3 Schichten quasi verarbeitet. Da hat man am PC gesessen und die Anlage überwacht. Also da habe ich keine Milch gesehen, nur Edelstahl. Seit 2 Jahren betreibt Steffi eine von nur 3 mobilen Käsereien in Norddeutschland. Immer mehr Höfe wollen sich von den Molkereien unabhängig machen und ihren eigenen Käse produzieren. Die Milchpreise decken oft nicht ihre Kosten. Alle 4 Wochen arbeitet Steffi auf dem Brinkmannhof in Mainstedt und bringt den fertigen Käse aus der letzten Produktion wieder mit. Moin, Steffi. Moin, na? Na? Alles gut? Hast du den Käse gebracht? Ja. Sehr schön. Ich tue mir gleich davon befreien. Oh, jo. Ja. Das ist jetzt der Kräuterkäse? Kräuter, Chili, ne? Muss man bekommen wegen Wasser. Ja. Und das ist der normale. Genau. Ey, das ist geil. Wir sind da drauf gekommen, vor 1,5 Jahren ungefähr. Da sind wir aus dem Urlaub wiedergekommen, haben gedacht, Mensch, irgendwie wollen wir mal so ein bisschen was in Richtung Direktvermarktung machen, so ein klein bisschen. Das ging uns in erster Linie tatsächlich so ein bisschen darum, das Image der Landwirtschaft einfach so ein bisschen zu fördern, sage ich mal. Weil wir ja doch mit dem, was wir tun, also wir Landwirte, schon oft in der Kritik stehen. Und wir haben einfach gedacht, Mensch, wenn wir das schaffen, die Leute einfach ein bisschen auf unseren Hof zu holen, sei es halt durch Käse oder so, dann können wir vielleicht mal so einen kleinen bisschen Beitrag dazu leisten, dass das Ansehen der Landwirte mal wieder ein bisschen besser wird und dass die Leute einfach ein bisschen die Berührungsängste für die Landwirtschaft verlieren. Ne? Mit der mobilen Käserei lebt eine alte Tradition wieder auf. Mein kleines Fitnessstudio. Käse wie früher direkt auf dem Hof zu produzieren, liegt im Trend. Das handwerkliche Käsen hat Steffi in einer mobilen Käserei in Stade gelernt. Den Hänger baute sie nach eigenen Plänen zur rollenden Käserei um. Gesamtkosten 70.000 Euro. Das ist wichtig, wenn man beim Landwirt ankommt, dass man zusieht, dass man schnell die Milch reinbekommt, damit die eine möglichst geringe Stapelzeit hat. Weil bei 20 bzw. 30 Grad ist natürlich das Bakterienwachstum erheblich. Und da läuft es, das weiße Gold. 1000 Liter Milch laufen jetzt in den Wagen, wo sie direkt vor Ort auf dem Hof verarbeitet werden. Je schneller Steffi arbeitet, desto besser wird der Käse. Jetzt gebe ich die Milchsäurebakterien, meine Starterkultur, hinzu. Das ist eine gefriergetrocknete Kultur zum Runtersäuern, damit der Käse halt funktioniert. Das sind meine vielen kleinen Helferinnen und Helfer, das sind quasi die guten Bakterien. Weil Käse ist letztendlich nichts anderes als schlechte Milch. Für die Brinkmanns ist das Käse-Experiment ein voller Erfolg. Seitdem wir das gemacht haben, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass die Leute sich auch ein bisschen mehr bei uns auf dem Hof rauftrauen. Also ich glaube, so fürs Ansehen alleine hier im Dorf hat das echt was gebracht. Wobei das vorher auch schon gut war, also wir hatten nie Probleme im Dorf. Aber die Leute haben ein bisschen die Berührungsängste verloren. Ja. Wenn Steffi kommt, die macht immer aus 1000 Litern Milch, macht die 100 Kilo Käse. Und die bringst du dann nach 4 Wochen bringst du dann wieder mit, wenn sie einen neuen Käse macht. Und ja, wir haben den Käse hier dann im Kühlschrank liegen. Und müssen den auch alle 2 Tage müssen wir den auch pflegen. Also das ist schon Arbeit, der Käse dann. Der wird alle 2 Tage wird er mit Salzwasser eingerieben und dann wieder in den Kühlschrank gepackt und gedreht einmal, damit die Rinde schön frisch bleibt. Ne?
Neben Suppen und Bratwürstchen ist der frisch portionierte Käse das neue Lieblingsprodukt in Brinkmanns Hofladen. Steffi gibt ein Enzymgemisch in ihre Milch, damit sie fest wird. Das ist jetzt der Moment, wo man das Ausgasen von der Milch riecht. Und das ist bei jedem Landwirt anders. Das kommt nämlich darauf an, was die Kühe zu fressen bekommen haben. Und das ist der Vorteil, den ich an dieser handwerklichen Herstellung her finde. Und hier sieht man noch die echte Milch und auch die Verwandlung, wie es hinterher dann Käse wird. Das ist bei jedem Landwirt anders. Ich kann das nicht genau beschreiben, warum und wieso, aber jeder Käse hat für mich eine Geschichte hinter dem Produkt. Die nächsten 30 Minuten muss die Milch gerinnen. Zeit für einen Schnack mit den Landwirten. Den hat Steffi in der Milchindustrie immer vermisst. Und die coole Wagen. Ja, die haben Hermann und Annika zur Hochzeit gekriegt. Die ist bestimmt schwer, oder? 800 Kilo wiegt die. Die nimmt keiner mit. Nee, doch keiner. Die haben wir mit dem Radlader hergestellt. Und die nimmt uns keiner weg. Nee, die nicht. Steffi, ich habe noch ein bisschen Käse aufgeschnitten. Oh, sehr cool. Kannst du auch mal gucken, was du da in der Molkerei hatte Steffi nur mit der Milch zu tun. Aber keine Ahnung von den Sorgen und Nöten der Erzeuger. So, unsere Generation, wir haben das Wort Öffentlichkeitsarbeit überhaupt nicht bekannt. Mm-mm. Das war nicht so. Da wurde ja immer voll hinter versteckten Türen gewerkschaftet, dass da keiner was mitkriegt, ne? Ja. Da haben wir gar nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Wie sich das mal auswirkt, wenn die Leute nicht mehr wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Ja. Meine Mutter hat immer erzählt, als sie 1963, glaube ich, hierher geheiratet ist, da hatte jeder im Dorf nur eine Kuh. Und jetzt sind wir die Einzigen hier im Dorf, die noch eine Kuh haben. Selbst bei uns im Dorf wissen die Leute ja nicht mehr, was hier noch passiert. Ich wusste eigentlich gar nicht richtig, was auf dem Hof abgeht. Also klar wusste ich, dass die Milch von der Kuh kommt, nicht aus dem Tetrapack. Aber dadurch, dass ich in der Industrie auch gelernt habe, war die Milch einfach weiß und lief durch die Edelstahlrohre. Und Hut ab vor der Arbeit, die die Landwirte leisten. Das ist nicht so, dass sie nur mal ein bisschen Träger fahren und morgens und abends ein bisschen Kühe melken. Die sind rund um die Uhr nur am Butschern und Werken, dass da ein bisschen Milch bei rauskommt. Und dann kriegen sie so wenig Geld von der Molkerei dafür. Das ist eigentlich, grauenvoll. Die Brinkmanns produzieren 3 Millionen Liter Milch pro Jahr. Wenn sie nur einen Cent weniger pro Liter bekommen, bedeutet das Umsatzeinbußen von 30.000 Euro. Ich mache jetzt den Galerte-Test. Das ist quasi der Test, ob die Milch geronnen ist. Soll eine ganz gerade Schnittkante sein. Jetzt können wir anfangen zu schneiden. Das heißt, mit der Käsehafe werde ich jetzt den Bruch in möglichst gleich große Stücke schneiden. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, das Schneiden von Hand zu machen. Und das ist auch der Unterschied zur industriellen Herstellung. Ich sehe noch die echte Milch und ich kann mit ihr arbeiten. Ich kann ihr helfen, das Bestmögliche zu geben. Jetzt baue ich noch das Rührwerk ein. Geht noch nicht. Alles ein bisschen eng hier. So, machen wir das Rührwerk einmal an. Da sieht man den ganz weichen Bruch. Das ist jetzt vergleichbar mit körnigem Frischkäse. Die Molke tritt jetzt schon aus. Also unter dem Schaum sieht man, dass die auch schön klar ist. Die Molke enthält viel Protein und wird vom Bauern weiterverwendet. Als Futterzusatz für die Kühe oder als Düngemittel. Durch meine Impellerpumpe, das ist eine schonende Molkebruchpumpe, wird es hier auf den Apfeltisch in die Form gepumpt. Und wenn wir das nachher das erste Mal drehen, ist das schon eigentlich fertiger Käse. Dann kleben die Bruchkörnchen zusammen, der Restmolke fließt raus. Steffis Arbeit ist erstmal erledigt. Reifen muss der Käse selbst. Oh, Steffi, bist du am Zusammenpacken? Ich hab fertig. Super, top. Und hier ist der Käse. Leckerer Käse. 4 Wochen kriegst du ihn wieder. Gut, tipptopp. Freu ich mich. Ich bring den Käse heil nach Hause. Ja, werde ich machen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die 100 Kilo Käse müssen jetzt schnell ins Lager nach Elsdorf. Sonst sammelt sich zu viel Luft im Leib. Brinkmanns Hof liegt nur 20 Minuten entfernt. Bei längeren Touren muss Steffi extra Pausen machen, um den Käse regelmäßig zu wenden. Ist auch noch schön warm, der Käse. Der wurde ja bei knapp 40 Grad abgefüllt.
Und er muss jetzt hier einen Tag auf dem Förderband drauf ruhen, bevor er morgen ins Salzbad geht. So, dann will ich dir mal ein bisschen helfen, wa? Das hier ist schöner, das ist schöner Bergkäse. Das ist ein halbharter Käse, der reift 3 Monate. Ich freue mich schon, wenn der fertig ist. Der schmeckt bestimmt richtig lecker. Aber 3 Monate ist 3 Monate. Da ist nichts mit vorher probieren oder so. Steffis 15-jährige Tochter Julie hilft nach der Schule beim Käseschmieren. Es ist nicht unbedingt mein Hobby, also nicht so wie bei meiner Mama. Für sie ist das ja wirklich ihre Welt. Für mich halt nicht, aber ich mache es auch schon. Man hat dann auch schon Spaß. Tägliches Befeuchten mit Salzwasser fördert die Rindenbildung. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Reifung zu überwachen und gegebenenfalls zu korrigieren, wenn das jetzt zu trocken oder zu feucht ist oder die Rinde aus irgendwelchen Gründen nicht richtig ausbildet, dann muss ich halt eingreifen. Ja. Und jeder Käse wird jeden Tag in der Hand genommen und hat halt seine eigene Geschichte dazu. Das sind 2,5 Tonnen Käse, die jetzt hier liegen, die, wenn sie fertig gereift sind, einen Warenwert über 50.000 Euro haben. Was durch meine Hände ging. Noch eine innovative Idee kommt aus Egesdorf in der Lüneburger Heide. Heimat von 4 Wochen alten Doggenwelpen. Doggenvater Bommel und der mobilen Tierärztin Stefanie Jürgens. Na, wollen wir starten? Wir setzen uns erstmal hin und besprechen einmal, wie der Tag so abläuft. Teambesprechung mit der 2. Tierärztin. Jeden Morgen werden die Patienten verteilt und die Routen geplant. Du fährst heute Morgen einmal zu einer Neukundin mit dem Wurfwelpen. Und die wiegen jetzt schon 2,5 Kilo. Mir kommt das so vom Erzählen ein bisschen viel vor. Okay, die zeig sind mal kurz, Wochen, oder? Ja, eben. Ja. Ich zeige dir mal kurz einen Welpen. So, nur mal zum Vergleich. Das ist Tiger. Tiger wiegt jetzt 2,2 Kilo. Das, wo du hinfährst, die sind zwar 5 Wochen alt, schon eine gute Woche älter. Aber es ist halt ein schwedischer Hofhund. Das heißt also Endgewicht 11 Kilo und nicht 63 Kilo wie eine Dogge. Deswegen denke ich, also rein vom Erzählen kommt mir das sehr viel vor. Na, Bommi, das ist deiner, ne? Und vielleicht guckst du einfach mal. Eigentlich hatte Steffi Jürgens nach Praxisräumen gesucht, um sich selbstständig zu machen. Als sie nichts fand, entwickelte sie eine mobile Praxis. Die war zunächst als Provisorium gedacht. Und dann fahren wir los. Das mobile Konzept war sofort ein voller Erfolg. Der Bedarf ist riesig, denn für die Kunden bringt der von Steffi bis ins Detail durchdachte Rettungswagen nur Vorteile. Das ist eben unser Konzept, dass wir eben zu dem Besitzer so weit wie es geht vor die Tür fahren und der Besitzer eben nicht los muss. Und wir haben, ich kann Ihnen so viele Beispiele nennen, wo das einfach Sinn macht, dass wir nach Hause kommen. Zum Beispiel der schwere Hund, der nicht ins Auto zu kriegen ist, die Oma, die kein Auto hat, die Mutti mit 3 Kindern und 2 Hunden, die nicht alles einladen und in die Praxis fahren kann. Und ich habe mir das so ausgestattet, dass ich eben arbeiten kann wie in einer stationären Praxis. Zwar auf kleinstem Raum, aber wir haben halt alles dabei. Wir haben also digitales Röntgen, wir haben Inhalationsnarkose, wir haben die Möglichkeiten, kleinere OPs durchzuführen. Wir können hier drin doch so arbeiten wie in einer stationären Praxis. Heute geht's gleich los mit einer Zahnsanierung unter Vollnarkose. Ein Eingriff, der nicht auf dem Küchentisch durchgeführt werden kann. So, dann müssen wir noch einmal kurz über das Narkoserisiko sprechen. Ja. Wir legen ihn einmal schlafen, brauchen dann so etwa 40 Minuten und dann sind die Zähne wieder schick. Ja, und wenn er dann wieder wach wird, dann sagen wir Bescheid. Das machen wir ordentlich so. Beim 12 Jahre alten Kater müssen Zahnstein und Zahnbelag entfernt werden. Gary, kann losgehen? Okay, mein Freund. Was ist denn? Die Spritze ist auch im Rettungswagen nicht angenehmer. Ja, ist schon gut. Das ist immer so. Leider brennt die Narkose etwas. Und gerade weil es in Muskel geht, ist das immer so, dass sie so ein bisschen wehrhafter sind. Das ist aber ganz okay. Erstmal dieses in Käfig sperren, ne, ist ein großes Problem. Und dann die Autofahrt. Meistens schreien und schreien und schreien sie. Nicht, weil sie unbedingt Angst haben, sondern weil sie das nicht wollen, in einen Käfig gesperrt zu werden. Dann spucken und speicheln sie. Sie machen unter sich und sind einfach total schon durch den Wind, wenn sie in der Praxis ankommen. Steffi Jürgens war jahrelang Tierarzthelferin, bevor sie mit Mitte 30 anfing, Tiermedizin zu studieren.
Ich will mehr, ich will auf der anderen Seite des Tisches stehen und wollte das selber machen. Ja. Die Art zu arbeiten, selbstständig zu arbeiten vor allen Dingen und das eben auch selbst zu machen. Und das war irgendwie mein Ding. Und natürlich war es ein ganz großes Risiko, weil das schon im oberen fünfstelligen Segment liegt, so ein Auto. Ne? Auch wenn das gebraucht gekauft ist und selbst aufgebaut. Trotzdem ist es relativ teuer, was man reinsteckt. Ne? Allein digitales Röntgen und so weiter, das sind teure Geräte. Und sich das so anzuschaffen und zu sagen, ich versuch's einfach mal, ist mutig, aber ich habe es gewagt und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, guter Schritt und ich würde es einfach nie anders machen wollen. Es war ja eigentlich die Idee, ja, erstmal mobil und dann irgendwann die Geräte alle in eine stationäre Praxis packen und halt klassisch arbeiten wie jeder andere Kollege auch. Und weil das eben so gut eingeschlagen ist und das Arbeiten so einen Spaß macht, habe ich gesagt, ich bleib dabei. Katzenmami Sophie ist besorgt. Na, wolltest du einmal gucken, was Gary macht? Ja, noch schläft er, ne? Noch schläft er. Da ist er wieder. Hallo, wach. Hallo, Gary. Na? So? Alles okay, mein Freund? Ja, Filmriss, ne? Gary in guten Jahren war einfach nicht transportabel, nicht? Also der hat sich überhaupt nicht einfangen lassen, geschweige denn in diese Box verfrachten lassen. Und von daher musste ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, und dann gab es Frau Jürgens. Und das war einfach ein Traum, ne? Also für die Katze total stressfrei, wie sie das beschrieben hat. Die geht einfach auf dem Arm hier in das Behandlungszimmer und lässt sich behandeln, ganz friedlich. Und danach kann er wieder in die Freiheit. Und das ist für mich total die stressfreie Variante gewesen. Zeitsparend. Ja. Okay, gut. Gary ist noch etwas angeschlagen. Die Nachsorge kann jetzt die Familie übernehmen. Und weiter geht's. Durch die Nordheide. Der nächste Patient ist ein spezieller Fall. Da er von seinen Vorbesitzern misshandelt wurde, ist er Fremden gegenüber sehr misstrauisch. Der Hund ist ihm auch nicht so gut handelbar. Ne? Das ist ein aus schlechter Haltung, schlechte Erfahrungen gemacht und so. Man kommt so schwer ran. Alles, wenn man an die Hunde ran will und sie irgendwie manipulieren will, behandeln will, dann wird's schwierig. Wir gucken mal. Ah, das geht doch noch. Ist ja gar nicht so schlimm aufgerissen. Dogo Canarios sind eigentlich gutmütige Hunde. Doch ihr enormer Schutztrieb wird ihnen bei falscher Haltung zum Verhängnis. Tigo hatte das große Glück, dass Neven und Marlene ihn bei sich aufgenommen haben. Einmal nach vorne und dann gucken wir uns die Wunde mal an. Vor ein paar Tagen war die Tierärztin schon einmal da. Die Wunde ist zum Glück nicht mehr so entzündet. Tigo, ist alles gut. Alles gut, feiner Tigo. Nein. Ja, ist gut. Also es ist krustig, aber es heilt gut ab. Das Antibiotikum ist deutlich besser als es war. Ja, das Antibiotikum greift. Das greift auf jeden Fall. Ne, es ist längst nicht mehr so eitrig. Ist natürlich schön krustig jetzt alles, was abgestorben ist. Natürlich beim umgänglichen Hund würde ich das alles gern einmal abwaschen, runterwaschen. Sie können mir was da lassen zum Waschen. Ja, wollen Sie das versuchen mit Ruhe? Ja, genau. Das würde ich machen. Ich würde das gern waschen wollen, ja, runterwaschen wollen. Es nennt sich Hotspot und es ist eine tiefe Pyodermie, eitrige Hautentzündung. Sowas entsteht durch dichtes Fell, wo eben keine Luft drankommt. Und dann brauchen die Hunde sich nur einmal kratzen und einen kleinen Ratscher in die Haut bringen. Dann gehen Bakterien in die Haut und vermehren sich dann da. Wir haben ihn aus schlechter Haltung dann, übernommen. Wir haben hier eine Tierschutzstiftung. Wir sind froh, dass er hier so ein Zuhause gefunden hat. Wie alt ist er jetzt? Tio ist jetzt schon 7. Ja, wir haben ihn schon 5 Jahre. Genau. Wenn man sich vorher Videos anschaut, was sie mit dem gemacht haben, schlimm. Schlimm. Ja. Also ein kleines Happy End. Mit ihrer Tierschutzstiftung kümmerten sich Neven und Marlene teilweise um 11 Hunde gleichzeitig. Dass die Tierärztin heute vor Ort ist, wird gleich genutzt, um auch die anderen Tiere zu behandeln. Dann der Atzemann. Ey, Atze, na? Du siehst lustig aus. Dann brauchen wir den Impfpass. Ja, den Impfpass brauchen wir auch noch. Können Sie ihn vorne nehmen, nämlich ihn hinten? Ja. Einmal auf den Tisch. Zack. Oh ja. Das ist die Brustwirbelsäule. Ah, okay. Hat er da Probleme? Ja, der hat. Wollen Sie an? Auf die rote Bank. So. Kriegt er dann irgendwelche Medikamente? Nee, kommt super zurecht. So. Zeitweise hat er Schmerzmittel bekommen. Mhm. Aber. Sonst geht's ihm aber gut? Ja. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Durchfall, Erbrechen, gar nichts. Okay. Gar nichts. Gut. Sehr schön. Bisschen Zahnstein auf den Eckzähnen. Was ist das? Der ist abgeschliffen. Ja, Gesundheit.
Der ist zur Hälfte mal durchgebrochen, ne? Mhm. In der längs gespalten, ne? Genau. Dafür. Oh, Entschuldigung. Okay. Ich komme mal einmal zu ihm auf den Tisch, einmal vorne festhalten. So, ein bisschen mopsig ist unser Freund, ne? Ja. Kapationsbedingten. Können wir impfen, das kleine Ding? Ja, ein kleiner Pix. Fertig! Gut gemacht! Sehr gut! Wollen wir runterheben? Sie vorne, ich hinten? Ja, ein bisschen langsam. Ja, 1, 2, 3. So, ist er fein. Siehst du! Gut gemacht! Fertig. Atzemann ist nicht auf Anhieb als reinrassiger Australian Shepherd zu erkennen. Er ist ein wenig adipös. Ja. Legendär ist sein Pralinendiebstahl. Also er ist, als wir dachten, wirklich, er stirbt. Er hat mal wirklich 300 Gramm Pralinen gegessen vom Tisch. Oha. Zur Weihnachtszeit. Oh, und wir wussten erst nicht, wo die sind. Und schauten dann irgendwann auf den Atzemann und der Bauch war so kugelrund. Oh Gott. Aber er hat es überlebt. Ja. Aber er hat es überlebt, ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, zu viel Süßes ist ganz schlecht. Ja, natürlich. Für, oder kann lebensgefährlich sein. Ja. Aber Atzemann ist pralinenfest. Okay. Er hat ein leichtes Herzgeräusch, aber das wissen Sie ja schon. Ne? Sein Herz ist nicht ganz okay. Ne, man hört so ein kleines systolisches Herzgeräusch. Das ist so typisch für ältere Hunde, ne, die so ein bisschen Leistungsschwäche in Herzklappen bekommen. Und spätestens, wenn er Symptome kriegt, sollten wir da mal genauer gucken und auch anfangen zu therapieren. Der nächste Patient ist erst vor ein paar Stunden vom Züchter abgeholt worden. Jetzt gibt's den ersten Check-up. Oh Gott, nein, ein kleines Ding. Ja. Hallo. Oh, so ein kleines Ding. Gut, sie ist heute 8 Wochen alt? Ja. Ist ein Mädchen? Nein, ein Junge. Ein Junge. Okay, wir wollen heute impfen. Genau. Und einmal durchgucken, ob vielleicht Flöhe oder sonst irgendwas. Zierlich. Wie viele Geschwister waren es denn? 5 insgesamt. 5? Mhm. Okay. Fiese kleine Nadeln hier, ne? Ja, das wird noch lustig. Fauchen kann er. Das kann er schon? Ja. Oh, dann ist alles gut, ne? Jo. Wie weit ist er denn jetzt gefahren mit ihm? Nur von Klecken. Ach so, das ist ja nicht weit. Aber er hat ja nun 2 Hunde schon mal gesehen. Ah, okay. Die noch mal gebellt haben, das war nicht so lustig. Ja, dann ist der Tag schon gelaufen. Dann kommt auch noch gleich der Tierarzt. Okay, kann sein, dass er ein bisschen quietscht, ne? Meine Bursche. Gut, okay, das war's schon, siehst du. Dieses kleine Ding. Okay. Ja, ist echt entspannt. Meistens sind sie doch ein bisschen ängstlicher, wehrhafter. Ja, ist echt entspannt. Sind sie alle bei mir, ne? Ja. Tierarzt zu sein bedeutet nicht nur, Tiere zu behandeln. Häufig brauchen auch die Besitzer psychologischen Beistand. Gerade in ganz schwierigen Situationen sind natürlich immer die Einschläferungen, ne? Euthanasien. Wenn ein Tier gehen muss und man eigentlich den Besitzer noch irgendwie führen muss und trösten muss und so weiter. Das sind dann Situationen, wo man echt manchmal an die Grenze kommt. Ne? Und sagt, oh, das geht einem wirklich auch selber nahe. Man muss dann tapfer sein und den Besitzer auch noch trösten und so. Das sind dann Situationen, die sind schon manchmal ganz schön hart. Ne? Samstagmorgen in Edendorf bei Lüneburg. Mobilität ist bei Bäcker Georg Oetzmann seit Generationen die Geschäftsgrundlage. Schwabe muss nachgeliefert werden und fertig. Och, Jechen, ey. Alarm, Alarm. So, Hopfen haben wir. Dann haben wir als nächstes Delikatesse. Und hier habe ich noch mal dasselbe. Petra, immer lächeln. So. Ja, wir sind heute etwas im Stress, weil der Nachtstart vom Ofen nicht angesprungen ist oder wir den nicht angestellt haben, leider. Sowas kommt einmal im Jahr vor. Und dadurch hat sich das alles verzögert nach hinten und jetzt muss hier ein bisschen Bewegung rein. Seit 1888 versorgen die Oetzmanns mit ihrer mobilen Bäckerei die Landbevölkerung. Ob mein Uropa das früher auch schon gemacht hat mit Pferd und Kutsche, das weiß ich nicht. Aber solange wie mein Vater das gemacht hat und solange wie ich das gemacht habe, war sonnabends morgens als erstes immer Brot, Tuchen und Soft. Jetzt beginnt der nette Teil. Und jetzt kommen viele nette Leute und das ist natürlich, also vom Druck her, das ist alles viel lockerer als die ganze Geschichte, die vorweg passiert. Ne? Und deswegen ist jetzt, ab jetzt ist man doch wesentlich entspannter. Guck mal, ist das nicht herrlich? Schön, ne? Ein herrlicher Tag.
Edendorf hat nur 300 Einwohner. Zu wenig für eine eigene Bäckerei. Inzwischen stehen die Oetzmanns auf 10 Wochenmärkten der Region und fahren mit dem Bäckermobil über die Dörfer. Horst, guten Morgen. Morgen, Witschitz. Wir haben noch Weltberühmt. Ja. Moin. So, ich brauche 4 Blechbrötchen. Ja. Pi mal Auge, wie viel brauchst du? Ungefähr? 4 Blech, ich tue das immer hier gleich. Ach so, rein. Dann gib mal her. 4 Blech, 2 Dinkel und 2 Sauerteig. Normale Sauerteig oder Dinkelsauerteig? Nee, die normalen. Also Horst kennt mich schon von... Ja, da war er noch kleiner. Tschüss. Danke, Horst. Jo. Reinhard, moin. Moin. Muss ich jetzt auch auswählen? Ja. Sonst hat Claudia das immer gemacht. Richtig. Und sie hat das an den Knien. Hast du keinen Zettel? Ich habe keinen Zettel. Mach mal 2 Blech. Ja. Habe ich. Und dann machst du mal 3 Dinkel. Möchtest du die Doppeldinkel oder soll ich 3 verschiedene Dinkel? Oh Mann! Pass auf, ich mach. Du machst das, was Claudia macht. Richtig. So. 3 Dinkel habe ich. So, und dann machst du noch mal 2 Malz. Alle Brote und Brötchen sind hausgemacht nach eigenen Rezepten. Das ist große Klasse, ist das. Und vor allen Dingen, wir kennen George schon so lange. Und das ist immer freundlich, das ist immer lieb. Und selbst die Kinder... Ist die nächste Generation ist schon genau das Gleiche. Ja, und boah, das ist eigentlich das Schöne. Also wenn ich beim anderen Bäcker einkaufe, so stelle ich mir Fremdgehen vor. Ciao. Die Brottour ist für Georg, den alle Chance nennen, jedes Mal eine kleine Reise in die Vergangenheit. Schon als Kind hat er seinen Vater jeden Samstag begleitet. Immer die gleiche feste Route. Hier fährt man bei den Kunden direkt auf den Hof. Und dadurch hat man auch einen ganz anderen Anschluss und ein ganz anderes Verhältnis zu den Kunden. Und das ist schon, und dann wird natürlich auch mal eher ein Wort gewechselt. Und das ist schon alles doch ein bisschen näher dran, ist man hier schon. Die Familie Graf versorgen die Oetzmanns seit 132 Jahren. Moin! Guck, ich wollte gerade gucken. Ich glaube, ich soll heute noch ein Körnerbrot nehmen. Ein Körnerbrot. Zum Toast dazu. Zum Toast dazu. Ein Toast oder 2 Toast? Nee, ein. Ja. Landwirt Klaus Philipp isst schon sein ganzes Leben Oetzmannbrot. Ja, ich habe Mehrkornbrot, kann ich dir anbieten. Urstück, super lecker, kann ich dir anbieten, wenn du das haben möchtest. Ja, also das war bei meinen Eltern schon so. Seine Tante, die ist hier früher. Ja. Schon mit dem roten Ford Transit, weiß ich noch, durch die Gegend gefahren. Ne? Ja. Wir mussten als Kinder mithelfen und dann mussten wir zumindest, also am Samstag musste immer einer mit. Genau. Wir hatten früher einen Rentner, der hat mich dann gefahren, weil ich keinen Führerschein hatte und dann musste ich bedienen. Wenn meine Tante keine Zeit hatte, das nicht machen konnte, mein Vater konnte kein Auto mehr fahren und dann musste ich als Schüler also ganz normal bedienen hier. Ja. Also solange wie ich denken kann, fahren wir hier auf den Hof und ja. Wir kennen uns eigentlich schon eigentlich ja. Von ja, so klein an. Bäckermobile haben auf dem Land eine lange Tradition. Ja. Alles klar, schönen Dank. Dank. Ne? Mach's gut. Bis die Tage. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. So. Doch für viele Betriebe rechnet sich das Geschäft am Straßenrand nicht mehr. Den stärksten Umsatz macht auch Chance auf den Wochenmärkten. Die Brottour allein kann seine Kosten nicht decken. Damit die mobile Versorgung der Landbevölkerung erhalten bleibt, werden die Oetzmanns seit kurzem mit Landes- und Bundesmitteln gefördert. Die Damen warten schon. Das musst du aber nicht tun. Ich musste Matti und Maike doch auch noch wecken. Guten Morgen. Grüßt euch. Das ist Katrins. Ja, warte, ich gucke rein. Da steckt der Zettel um 3 Körner, Billetkörner und 3 Krusten. Matthias, morgen! Sollen die hier gleich mit rein? Pferde am Brötchenstand. Möchtest du die heute selten, früher ganz normal. Ja, schon nett immer, ne? Das ist
bei den Sachen, also jetzt ist das weniger geworden, weil nicht mehr so viele Betriebe hier auch Viecher haben oder Kühe haben, die sonst, aber früher musstest du hier öfter mal anhalten und erstmal die Kuhherde durchlassen und dann konntest du wieder weiterfahren. Wir haben heute aber auch das erste Mal Pflaumenkuchen. Saison ist eröffnet. Aber lieber ihn hier? Ja. Ja. Wenn der Herr das wünscht. Wir wollten eigentlich ja nach Schweden, aber ich traue mich nicht. Nach unserer Erfahrung vom März, als wir Hals über Kopf aus Doha abreisen mussten, haben wir gedacht, wir bleiben lieber zu Hause. Es ist ja für uns auch. Es ist zwar irgendwie blöd und man sagt das auch schweren Herzens ab, aber ja, es ist irgendwie anders nicht. Man möglich. Weiß ja nie, wo man plötzlich in Quarantäne sitzt. Das ist ja was ganz, eine ganz andere Nummer, als wenn du irgendwo, ne, hinter irgendeinem Tresen stehst und ja, man ist anonym und man kennt keinen und da kommt einer nach dem anderen und man gibt einfach nur die Tüten raus und seit 3:33 so, ne, das ist eben nicht. Und ist familiär hier, ist, ja, einfach, ne? Das ist halt Dorf. Ja, ja, so ist Dorfleben, ja. Genau. 3:50 sind das, bitte, Gerd. Schorsch ist ja ein bisschen älter als ich und er war 2-3 Klassen über mir und naja, haben wir uns beim Fußball dann. Das war denn die legendären Spiele, die Biebenbüttel Dritte gegen Hohnsdorf. Da ging immer die Post ab. Ja. Das war schon echt toll. Das Stärkste war die dritte Halbzeit. Ja. Die ging auch noch am längsten. Dann, die war, ne? Am längsten, ja. Hat auch am meisten Kondition gekostet. Genau. Ja. Gut, schönes Wochenende. Gerd, grüß schön. Tschö. Drei Straßen weiter der Hof von Familie Reeth. Zu der hat Chance eine besondere Beziehung. So, ne? Ja. Als er mit 19 die Bäckerei von seinem Vater übernahm, musste er nachts backen und tagsüber verkaufen. Das ging an die Substanz. Bei den Reeths konnte Chance seine Sorgen loswerden. Ja. Dies hier ist auch ein Hof, wo wir seit also länger als ich denken kann, hierher fahren. Und es hat sich auch immer wieder, weil man auch zu den Familien auch eine starke Bindung hat, hat sich das auch immer weiter fortgesetzt. Und so früher in meiner Anfangszeit war auch Heikes Schwiegermutter hier viel oder war hier immer. Und da war die Tür auch immer offen für mich und man konnte mit ihr erzählen. Und sie hat einem auch oft Mut zugesprochen und das ist schon eine Nummer hier. Also wenn man mal eine Zeit hatte, wo es nicht so gut läuft und man hat jemanden, der einem gut zuspricht. Also hier habe ich öfter mal auf den Trittstein gesessen. Ja, ja, das stimmt. Ne? Schnack gehalten. Ne? Jo. Für viele Dorfbewohner ist der rollende Bäcker häufig die einzige Möglichkeit, selbstständig einzukaufen. Für uns junge Leute natürlich nicht. Wir können ja mit Autos fahren, aber für die Älteren auf jeden Fall. Also das ist eine tolle Sache und ja, es wird leider immer weniger, ne? Das ist schade, ne? Früher gab es ja hier auch ein Lebensmittelgeschäft, ne? Und Drechsler. Genau, ja. Und das gibt es ja leider nicht mehr. Dann kommt man schnell rumgehen, mal ein Stück Butter kaufen oder, ne? Ja, das ist natürlich optimal, ne? Chance hat rund 40 Sorten Brot und Brötchen mit an Bord. Das Bäckerhandwerk wurde bei Oetzmanns schon immer großgeschrieben. Industrieware kam ihnen nie ins Haus. Stattdessen backen sie viel mit hauseigenem Sauerteig, der wie früher 24 Stunden reift. Weiß ich, kannst du dich noch an meinem Opa erinnern? Ja, ich meine ja. Ja, ne? Ja. Ja. Der ist die erste Zeit ja auch mitgefahren. Ja. Die Qualität ist geblieben, das Sortiment hat sich verändert. Sehr. Aber nur zum Vorteil. Früher hat der Bäcker wirklich Weißbrot, Schwarzbrot, Graubrot. Ja. Sesammohn, normale. Genau. Und dann war Thema durch. Ne? Vor allen Dingen, was mir auch wichtig, uns wichtig ist, wir kaufen in der Region und wir kaufen Brötchen, wo wir wissen, wer sie macht und was da auch drin ist. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber ich gehe davon aus, da ist nur Gutes drin. Ne? Also wir machen das alles brav selber und wir haben unsere eigenen Rezepte und also man kann zum Beispiel auch Weltmeisterbrötchen, das gibt es auch als Fertigmischung, ich kann es aber auch alleine machen. Ja, da muss ich eben nur ein Brühstück ansetzen und ich muss es eben über 24 Stunden oder über 12 Stunden ansetzen. Die Arbeit muss man sich dann eben machen, aber es ist eben dafür anders. Und wenn man das auch sieht, das ist eben so, dass unsere Brötchen auch nicht das Volumen erlangen, was oft andere Brötchen. Ne? Und das hat schon einen Grund, dass die ein bisschen kleiner sind. Und das ist nicht, dass sie weniger wiegen.
Und was ich auch schön finde, der Christoph, dein Nachbar, der macht das Getreide dafür. Also das ist alles so, wo wir sagen, okay, so wollen wir das haben. Ja. Neben der Backstube und dem Verkauf engagiert sich der mobile Bäcker seit neuestem auch auf anderen Feldern. Im letzten Jahr hat Chance zum ersten Mal mit seinem Nachbarn, Landwirt Christoph Richter, Dinkel angebaut. Jetzt kommen noch Roggen und Weizen dazu. Gemeinsam mit seinem Neffen Martin begutachtet er die Ernte. Martin soll Chances Nachfolger werden. Moin, Christoph. Grüß dich. Der Getreideanbau vor der Haustür ist ihr erstes gemeinsames Projekt. Bisher haben sich die Bäcker ihr Mehl aus ganz Deutschland liefern lassen. Ja, klappt. Hier habe ich ein paar Körner mitgebracht. Guck mal. Wenn wir da solche Qualität halten wie letztes Jahr, das hat bombig geklappt. Ja. Und wenn wir das dieses Jahr so weiter anschieben können, den Roggen dazu, genau. Das ist grandios. Unsere Hauptmehlsorten, unsere Hauptgetreidesorten, die wir verarbeiten, das ist Dinkel, Roggen und Weizen. Die bekommen wir jetzt vom Christoph und das ist wirklich, ja, das macht also bestimmt, ich sag mal, von dem, was wir verarbeiten, 80% aus. Ja, wenn nicht mehr. Wenn nicht sogar mehr. Und das ist jetzt alles direkt vom Nachbarn und eben, naja, regional ist ja noch ein wirklich ein dehnbarer Begriff. Lokal, ne, der ist schon wirklich. Und das ist also noch genauer, punktgenauer geht's ja eigentlich nicht. Erstmal grundsätzlich Qualität, klar, aber was für uns auch super schön ist, sind die Lieferzeiten, die wir da haben. Ne? Wenn wir mal irgendwie einen Engpass haben, dann rufen wir Christoph an und sagen, hier, du, wir sind ein bisschen eng, kannst uns aushelfen. Und da sind die Liefertermine nicht irgendwie in 2 Wochen, ja, sondern... Nicht alles von einer großen Spedition festgelegt, sondern das geht dann also eben mal... Wesentlich flexibler, das ist auch noch ein Riesenvorteil. Es macht die Sache spezieller und auch das Arbeiten mit dem Produkt ist dadurch auch spezieller geworden. Also ich sag mal, so ein bisschen mehr die Liebe zum Detail ist da schon wirklich mehr gegeben dann. Ja. Das ist ja bei mir nicht anders. Man hat ja irgendwie eine höhere Wertschätzung für sein Getreide, wenn es dann wirklich beim Nachbarn verarbeitet wird und zu Brot verbacken wird. Als wenn man das, sag ich mal, einfach im Hafen abkippt und das war's und auf Wiedersehen. Und so ist es doch eine schöne Sache. Regionalität steht hoch im Kurs. Das eigene Getreide direkt zu vermahlen und zu verarbeiten, steigert die Wertschätzung fürs Produkt. Das gilt nicht nur für Bäcker und Landwirt, sondern auch für die mobile Käserei. So, doch, die brauche ich auch. Danke schön. So, großer. Tschüss. Bis heute Mittag. Ne? Tschüss, Joris. Tschüss, Luis. Bei Käserin Steffi Heidrich läuft das Geschäft so gut, dass sie heute Ehemann Christian einarbeitet. Zum Glück ist Christian auch Molkereifachmann und sogar Meister. Er hat seine Festanstellung gekündigt. Ein zweiter Käsewagen ist in Planung. Von Anfang an hat Christian seine Frau unterstützt. Für Steffi waren die hohen Investitionen in die Selbstständigkeit ein Risiko. Ich hätte es nie gemacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es so gut hinkriege. Aber muss ich sagen, alle Achtung, sie ist mit ihren Aufgaben gewachsen. Und es ist natürlich auch... Man merkt es ja, eine Hammerarbeit, ich sag mal selber Käsen, morgens früh aufstehen, wenn sie nach Magdeburg fährt, nachts um 3 hoch oder 2:30. Da hat sie schon ordentlich was auf die Beine gestellt. Also alle Achtung, hätte ich persönlich hätte es so wahrscheinlich nie hingekriegt. Also. Das Unternehmen ist erst 2 Jahre alt und ich habe Auftragbücher, die sind ratzevoll. Also die nächsten 3 Monate ist kein Termin mehr frei. Das ist, und ich habe sogar welche auf Warteliste, die ich zum jetzigen Zeitpunkt schlichtweg nicht bedienen kann. Ihr Arbeitsplatz heute, Küxhoff. Moin. Moin. Na, bin ich wieder da? Ja, siehst du, dann kann das ja losgehen. Jo, was machen wir heute? Natur und dann wollten wir ja mal mit Bärlauch und Chili ausprobieren. Auf dem Hof in Gnarrenburg arbeitet Steffi alle 2 Wochen und bringt jedes Mal 100 Kilo fertigen Käse mit. Je nach Milch schmeckt jeder Käse anders. Landwirt Sven Kück füttert seine Kühe mit Gras von den Moorwiesen. Deshalb nennt er seinen Käse Moorkäse. Die mobile Käserei ist für uns ideal, weil wir genau wissen, Steffi kommt zu uns und holt die Milch aus unserem Tank. Und ich weiß genau, später kommt der Käse aus unserer Milch und da ist keine andere Milch mit drin. Für die handwerkliche Käseherstellung braucht selbst ein Molkereimeister fachkundige Anleitung. Drehen und in die Richtung unten wieder zurück. So. So. Oben raus und dann links daneben. Ist hier im Anhänger für 2 eigentlich zu eng, ne? Ein bisschen.
Der Käse kommt bei den Kunden so gut an, dass Kück jetzt einen eigenen Hofladen mit frischer Theke baut. Ah, und hier willst du dann aufschneiden und verpacken? Ja, genau. Das wird der neue Käseraum hier und Verkaufsraum. Sven Kück erhofft sich nicht nur einen Imagegewinn für den Hof. Der Milchverkauf allein deckt die Kosten nicht mehr. Von diesem Geld, was wir dann für die Milch bekommen, müssen halt meine Eltern, Großeltern leben und ich muss da auch von leben. Und das ist oftmals leider nicht gegeben. Und gut, das ist mit diesem Käse ist natürlich ein kleiner Schritt erstmal, aber ich hoffe dadurch, dass ich da ein bisschen mehr Wertschöpfung wiederfinde. Und die Kunden sehen es auch so, weil sie wissen, okay, es kommt von diesem Hof, von Hof Kück, von Familie Kück. Und sie kennen uns, sie kennen, ich sag mal in Anführungszeichen, unsere Kühe und sind dann auch gerne bereit, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das ist ja auch der Grund, warum ich das Ganze überhaupt mobil mache, damit ich dieses Feedback dann letztendlich bekomme. Weil wenn ich mit dem Tank losfahre und dann letztendlich nur die Milch vom Hof abhole, wahrscheinlich mache ich das dann so früh morgens, dass noch nicht mal einer auf dem Hof zugange ist, dass ich da gar keinen Kundenkontakt habe. Und dann fehlt mir ja persönlich die Geschichte zu dem Käse. Im Hofladen wird es neben Steffis Käse und den eigenen Kartoffeln auch diverse Produkte von befreundeten Landwirten geben. Christian versucht derweil im Käsewagen allein zurechtzukommen. In der Milchindustrie musste er hauptsächlich Knöpfe drücken. Ja, man ist natürlich ein bisschen nervös, das ist man immer gemeint. Das erste Mal eine Anlage alleine fährt oder sowas, dann war früher schon so, ist heute noch so. Man hat natürlich jetzt einfach mal Angst, das falsch zu machen oder wenn es irgendwo knackt oder knirscht, dann ist man so, man schreckt dann auf, die Routine kommt nachher. Das dauert nicht, das muss ich alles einspielen, das ist heute. Wenn der also Tisch anfängt überzulaufen, kannst du einen Richtschein rein, also mit dem Teilstab. 206. Zum Glück ist die Expertin schnell wieder zurück. So, Temperatur 33,7, jetzt wollen wir auf 39 Grad hoch. Weil du schwitzt noch nicht genug. Nee, ich merke das schon. Das mobile Käse hat auch Vorteile. Man braucht keine Sauna mehr. Also eine schöne Dampfsauna haben wir hier. Und wird auch noch für bezahlt. Und man wird dann noch für bezahlt. Aber körperlich anstrengend ist das wirklich. Also, wenn wir hier nachher wirklich unsere 40 Grad drin haben, 95% Luftfeuchtigkeit und das Wasser nicht nur von der Decke tropft, dann auch noch körperlich abfüllen sollen. Auch wenn Steffi und Christian schon 13 Jahre verheiratet sind, gemeinsam arbeiten will gelernt sein. Die lässt sich auch sehr wenig reinfuschen. Also wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wenn die irgendwas im Anhänger gemacht werden muss, wenn sie der Meinung ist, sie muss es alleine machen, dann macht sie es auch einfach alleine. Also sie lässt sich dann auch nicht helfen. Da ist sie doch sehr, sehr selbstständig. Habe ich selten erlebt sowas. Das ist erstmal ein Experiment, weil es muss ja auch die Beziehung quasi mitmachen, wenn man quasi unter einem Dach lebt und auch quasi zusammen arbeitet. Und wenn dann einer ganz klar Chef ist und der andere halt Angestellter, das muss man schon können. Das ist nicht so, ich glaube, da müssen wir uns noch reinfuchsen. Oder? Man muss es trennen. Ja. Man muss beruflich und Arbeit trennen können. Das ist halt den Weg gegangen. Nach 4 Stunden Handarbeit sind die Käseleibe fest. Bisher kann Steffi nur Hart- und Bergkäse produzieren. Für ein größeres Sortiment ist der Anhänger zu klein. Wenn die Geschäfte weiter so gut laufen, wollen die Heidrichs andere Käsesorten und vielleicht auch Quark oder Joghurt produzieren. Wie war heute Notbetreuung? Ja? Alles geschafft? Ja. Gekocht hat heute die gute Seele der Familie. Ohne die Hilfe von Angela könnte Steffi ihre Selbstständigkeit mit den Kindern nicht vereinbaren. Ich wollte eigentlich weniger arbeiten, ja. Eigentlich wollte ich weniger arbeiten. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Und wenn man dann am Käsen ist, das ist ja nicht so, dass das mir keinen Spaß macht. Das ist ja Berufung und nicht Arbeit. Der tägliche Kontakt zu den Landwirten hat Steffi zum Nachdenken gebracht. Wir haben auch durch die Selbstständigkeit einen ganz anderen Umgang mit den Lebensmitteln. Also die Arbeit hat uns auch in unserer Denkweise verändert. Das ist nicht mehr, dass wir beim Discounter jetzt einkaufen, sondern wirklich die Regionalität im Vorgrund haben. Wir sind auch Solawi-Anteilseigner. Wir bekommen jede Woche eine Obst- und Gemüsekiste, wo wir dann selber was draus zaubern. Letzte Woche gerade habe ich eine Kiste bekommen, wo Mangold drin war. Ich wusste vorher nicht mal, wie Mangold aussieht. Und das schmeckt echt lecker. Aus einer mobilen Minimolkerei ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell geworden, das heute die ganze Familie ernährt. Damit hätte Steffi vor 2 Jahren niemals gerechnet. Odin, komm! Fein, Odin, komm! Odin, das kannst du. 4 Wochen später in Egesdorf bei der mobilen Tierärztin Stefanie Jürgens.
Letzte Übungseinheiten mit den Doggenwelpen. Sehr gut, sehr gut. Ja, sie sind jetzt knapp 9 Wochen alt und sie gehen jetzt in Etappen zu den neuen Besitzern. Heute gehen schon 2, leider. Es fällt sehr schwer, die abzugeben. Sie sind natürlich alle ans Herz gewachsen und es ist wirklich hart, heute sie gehen zu lassen. Ihr seid toll. Ihr seid so großartig. Inzwischen hat Steffi auch eine neue Tierärztin eingestellt. Hallo! Hallo, Anki! Oh, na, die Welpenbande! Ja. Na, hier siehst du? Alle nochmal wieder gewachsen, ne? Oh, sind die groß geworden! Ja, Wahnsinn! Echt! Und richtige fertige Hunde! Ja! An ihrem sehr ersten schön. Arbeitstag gibt es erstmal eine Praxiseinweisung. Ah, cool. Okay. Ja, wir gehen einmal im Kreis, denke ich. Ja, ja. Dann versteht man das. Das ist schon echt groß, ne? Ja, für 6 Quadratmeter. Ja. Doch, alles untergebracht. Also ich habe hier den Röntgenscanner, also eine Röntgenröhre. Die ja. kann ich halt über den Tisch fahren. Okay. Kann ich einmal kurz zeigen. Ah ja, und dann schießen wir senkrecht auf den Tisch. Ne? Und das Tier legst du dir hier hin und dann genau. fährt das Röntgen darüber. Genau, okay. Lagern, wie man es halt braucht. Ja. Ne? Und dann schieben wir die Platte in den Scanner. Ja. So, dann haben wir hier den Scanner und dann geht das Bild auf den Rechner. Eigentlich hatte Steffi noch keine weitere Tierärztin gesucht. Aber Ann-Kathrin Bentrup fand die mobile Idee so gut, dass sie sich blind beworben hat. Es ist halt auch ein saubereres Arbeiten. Also man hat nicht seine wühlige Tasche, wo man dann die Sachen rein und rausschmeißt, sondern hier ist Mülleimer. Es ist eigentlich wie eine ganz normale Praxis. Also wenn man hier drin ist, merkt man ja auch gar nicht, dass man in einem Krankenwagen ist. Also Steffis mobile Praxisidee kommt so gut an, dass sie bereits Anfragen aus ganz Deutschland hat. Wir gründen eine neue Firma, die diese Wagen so individuell für Tierarztkollegen aufbaut. Das heißt, jetzt haben wir einen Auftrag für eine Tierärztin aus München, die ein reines Zahnsanierungsmobil haben möchte. Und für die setzen wir dieses Projekt jetzt um und bauen ihr so ein Fahrzeug fertig. Das ist also mein zweites Standbein. Der erste Patient der neuen Tierärztin, ein deutsches Riesenkaninchen mit einer entzündeten Pfote. Ist es gestartet? Ja, kann losgehen. So, da haben wir Sunny. Ja, Sunny. Hi, Sunny. Temperament. Sunny hat Temperament. Und Sunny hat in der vorderen Pfote irgendwie seit ein paar Tagen Aua. Okay, dann nehmen wir sie mal einmal raus. Sunny, können Sie? Okay. Ja. Gut. Ist gut, Sunny. Los. Ja. Na, Temperamentsbündel. Sunny wiegt 15 Kilo und ist nicht immer so entspannt. Es gibt Tage, da lässt sie sich nicht streicheln. Andere Tage, da kommen sie und setzt sich zwischen die Beine und ja, wartet darauf, dass es losgeht. Wir kommen immer ganz gut klar. Ne, Sunny, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Bis jetzt brauchten wir keinen Maulkorb. Eigentlich ist es immer besser, wenn man die weniger fixiert, gar nicht so doll festhält. Das macht nämlich immer mehr Panik, als dass es hilft. Selbst so ein Kaninchen, wenn es sich wehrt mit allen Füßen und Zähnen, dann hält man das auch mit 3 Leuten nicht. Ne? Also es ist einfach, weniger ist mehr. Tja, wer hätte das gedacht? Ich dachte, wir haben hier einen harmlosen Insektenstich und dann haben wir so eine blöde Krallenbettentzündung. Vielleicht war es mal ein harmloser Insektenstich, ja. Bevor sie dran geackert hat. Sieht ja schon so aus, als hätte sie ein bisschen dran rumgeknabbert. Ja. So, ja. Blöd, ne? Genau, heute kriegt sie es einmal gespritzt und dann geben wir ihnen das mit. Mhm. Dass sie es ihr geben. Genau, vorne einmal schön ablenken. Mhm. Nicht gut, ne? Siehst du, das war's schon. Gut gemacht. Mhm. Schon nach ihrem ersten Einsatz ist die neue Tierärztin überzeugt von der mobilen Praxis im Rettungswagen. Gerade das Rumfahren, das ist halt das Spannende. Ne? Also sich bei den Leuten vor die Haustür stellen und dann kommen die da rein. Das ist halt auch was, das kann nicht jede Praxis anbieten. Und das ist halt das Interessante daran. Riesenkaninchen wurden ursprünglich als Masttiere gezüchtet. Sie sind aber auch als besonders zutrauliche Haustiere beliebt. Der Moment, der Steffi seit Wochen bevorsteht, ist gekommen. Babys. Ihr erster Welpe wird abgeholt. Babys. Fein, Baby, Babys. Fein, Baby, Babys. Komm, komm, komm. Na? Ja, ihr Welpe ist leider weg. Hi. Hi. Ja, ich habe jetzt nur noch große. Ja. Oh, Rainer und Ines Quermann aus Bielefeld sind die neuen Eltern von Banksy. Wahnsinn, wie die gewachsen sind, ne? Wahnsinn. Ja. Und heute wollen sie den Banksy mitnehmen.
Das ist der Benki. Die groß, ne? Ja. Die Quermanns haben bereits einen älteren Doggenrüden. Einmal Dogge, immer Dogge. Ja, das ist einfach so toll. Wir haben auch 3 Kinder und das hat gut geklappt. Also, das sind einfach solche Gemüter. Wenn man schon das Glück hat, bei einer Tierärztin einen Hund zu kaufen, ist die Erstuntersuchung inklusive. Wir gucken ihn heute zusammen noch mal einmal durch, damit Sie wissen, was Sie bekommen. Ja. Ne? Wie bei einem Gebrauchtwagenkauf. Aber er macht das super, oder? Ja, er macht das toll. Die waren alle toll hier auf dem Tisch. Mhm. Ich halte ihn. So, Augen, Ohren, Zähne, alles gucken, einmal durchgucken. Er hat super klare Augen, keine Entzündung, leckt nichts. Kleine spitze Zähne, die sind auch alle schön gerade bei ihm. Ja. Ja. Oh ja. Ja, ich hoffe, dass er müde ist und viel schläft. Für den Welpen ist es natürlich, er verliert heute alles. Ne? Und er verliert seine Geschwister, seine Eltern, seine vertraute Umgebung. Er verliert mich als Fütterer und Begleiter. Er verliert einmal alles und muss auch noch eine weite Autofahrt überstehen. Ne? Das ist heute ein ziemlich schwarzer Tag in seinem Leben. Deswegen braucht er heute ganz viel Fürsorge und Zuneigung. Da hilft einfach nur durchziehen jetzt, ne? Ja. Nicht mehr zurückblicken, mein Schatzi. Genau. Du wirst es gut haben. Das eigene Tier ist was ganz anderes. Wenn man hier 24/7 auf engem Raum zusammenlebt, dann wächst man ganz anders zusammen als ein Tier, was man draußen einmalig sieht. Das ist eine ganz andere emotionale Bindung und deswegen könnte ich auch nie ein eigenes Tier operieren. Banksy, tschüss, mein Freund. Alles gut, mein Junge. Okay. Alles gut, mein Junge. Ich komm nicht mehr so rum. Wenn du Kummer hast, schickst du einen Stern vom Himmel, gell? Ich bin mit Tieren aufgewachsen, ich komme aus der Landwirtschaft. Ich habe immer Tiere um mich herum gehabt. Ich bin 10 Jahre als Tierarzthelferin in der Praxis gewesen und habe dann noch mal studiert, also spät studiert auch, einfach weil ich mir diesen Traum erfüllen wollte, selbstständig zu sein und den Tieren zu helfen. Und das habe ich damit gemacht. Und mit der mobilen Praxis hat das Ganze noch mal getoppt eben. Und es macht so unheimlich viel Spaß und ich lebe eigentlich meinen Traum. Ja, natürlich. Ich würde gerne in Kontakt bleiben. Okay. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Aus einem Provisorium wurde eine Geschäftsidee. Das hat selbst Steffi überrascht. Ihre ausgebauten Rettungswagen könnten bald in ganz Deutschland unterwegs sein. Morgens um 4 bei Bäcker Oetzmann in Edendorf bei Lüneburg. Seit Mitternacht sind Schorze und sein Team auf den Beinen, um über 100 Sorten Brot und Brötchen zu backen. Brot nicht aus Fertigmischung herzustellen, ist eine komplexe Angelegenheit. Da ist ja Hefe drin und Sauerteig. Und wenn man zu langsam wäre, dann geht der Teig mit der Zeit auf und es wird immer schwieriger, das zu verarbeiten. Ne? Weil das immer mehr klebt und deswegen müssen die Handgriffe schon gut getimt sein und das muss schon schnell gehen meistens, genau. Nachts arbeiten, damit um 8 Uhr das gesamte Sortiment in der Verkaufstheke liegt, möchten immer weniger. Das Bäckerhandwerk kämpft seit Jahren mit Nachwuchsproblemen. Ich mache das hier, seitdem ich 19 bin. Ich habe schon mal zu meiner Frau gesagt, der schlimmste Tag in meinem Leben wird der sein, wenn ich hier die Bude zuschließen muss. Ja? Und da muss ich mich jetzt nicht mehr mit auseinandersetzen und das ist schon sehr schön. Ohne eigene Kinder hatte sich der 53-Jährige schon damit abgefunden, den Familienbetrieb irgendwann aufzugeben. Bis sich sein Neffe entschloss, mit einzusteigen. Für mich war das schon immer ein interessantes Thema. Aus Getreide was herzustellen, was man auch selber verkaufen kann. Es ist schon schön, wenn man ein Brot backt und ein Kunde kommt und freut sich über das, was man da macht. Das ist ein super schönes Gefühl. Aber es ist natürlich manchmal nicht ganz einfach. Man muss sich auf das, was man macht, nachts arbeiten, muss man sich darauf einstellen. Ja? Also es ist, ich spiele Handball als Hobby, da kann man dann nicht immer dabei sein. Ja? Oder wenn die anderen freitagsabends Training machen, ne? Und danach vielleicht noch losgehen und sagen nach dem Training so, Leute, ich gehe jetzt in die Backstube. Aber alles eine Einstellungssache, wenn man das länger macht, geht es. Pünktlich um 6:30 fahren die Bäckermobile auf die umliegenden Märkte. Für Marten und Chance gibt es jetzt erstmal Frühstück von Irmchen. Die 82-Jährige ist Chances Tante und hat ihn und seine Schwester großgezogen.
Als seine Mutter starb, ist Irmchen sofort auf den Hof gekommen, hat sich um die Kinder gekümmert und mit Chances Vater den Betrieb aufrechterhalten. Bis heute packt sie täglich mit an. Ein bisschen Kontakt will man ja behalten. Das ist wichtig. Ja. Wer auch hier und da mal zwickt. Aber die Klappe geht immer noch ganz gut. Irmchen kümmert sich noch immer um die Gäste der kleinen hauseigenen Pension und natürlich um die gesamte Belegschaft. Sonst sagt man ja um 10 Uhr in Deutschland, bei uns ist es um 9 Uhr in Deutschland. Ja, dann trinken wir zusammen Kaffee, dann haben wir die Gäste versorgt und das Erste ist dann geschehen, dann sind wir dran mit Kaffee trinken. Tante Irmchen ist die gute Seele bei Oetzmanns. Ohne sie hätte der Familienbetrieb nicht überlebt. Dafür ist ihr Chance bis heute dankbar. Zum Glück war aber Petra hier. Nicht nur ein bisschen. Es ist so, es ist so. Ohne dem wäre überhaupt nichts mehr gewesen. Und das ist schon alles gut so, ja. Und auch eben immer noch sehr gut dabei. Und sind wir auch immer sehr dankbar drüber. Ja. Er sagt dann manchmal zu mir, du bist doch ein Dickkopf. Ja, ist so. Ja, ich sag genauso wie du. Fertig sind wir beide. Tja, ist eben, sowas bleibt nicht aus, wenn man zusammenarbeitet. Ne? Das ist eben so. Ja. Nein, das Wichtigste ist dabei eben, dass man sich versteht und das funktioniert hier sehr gut. Dass man mal aneinander redet, ist so, aber. Das harmoniert doch sehr gut. Ich war ja früher auch mal jung. Ne? Ja, manchmal aber machen wir Dummheiten zusammen. Ja, gehört alles dazu, das ist so. Ne? Ja. Alles schon erlebt. Martin wird in diesem Jahr gleichberechtigter Partner und hat im Familienbetrieb schon einiges verändert. Auf den Bäckerwagen ist der Generationswechsel bereits vollzogen. Da hat man vielleicht jetzt den Kontrast, so ist das denn, wenn eine neue Generation dazukommt. Das war so meine Sache, als ich so alt war. Warte mal, ich nehme das hier mal weg, dann sieht man es vielleicht besser. Das war unser Logo und meine Geschichte, als ich so alt war wie Martin jetzt. Und da liegen dann eben 30 Jahre dazwischen und das ist jetzt so, wie es jetzt überall werden soll und neu ist. Ja. Chance weiß es zu schätzen, dass Martin sein Elektrotechnikstudium abgebrochen und sich für eine Bäckerlehre entschieden hat. Und dass die Familientradition weiterleben wird. Es ist ja nur bei Martin nicht so, dass er nichts anderes hätte machen können. Und dann, es hätte auch ja natürlich andere Berufe gegeben oder Studium oder weiß ich irgendwas gegeben. Also das ist schon, also dass er das gemacht hat, ist schon doll. Und auch jetzt, wie engagiert er dabei ist und wie er auch schon schiebt, ja, das ist also schon enorm, muss ich sagen. Auch unter Martens Leitung wird das Bäckermobil weiterhin über die Dörfer fahren. Leben auf dem Land ist wieder angesagt. Und damit wächst auch die Bedeutung mobiler Konzepte.